Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Reassembly. Wir bauen quasi den Todesstern. Ich bin mal gespannt, ob wir den noch ordentlich hinkriegen. Aber irgendwie unsere Hauptwaffensysteme so richtig rocken tun die noch nicht wirklich. Da muss auf jeden Fall noch was dran geändert werden. Entweder einfach noch mehr von den Dingern bauen oder ich muss mir da was anderes überlegen. Ich versuche jetzt hier noch einen dazwischen zu quetschen. Das funktioniert perfekt sogar. Aber mit zwei zusätzlichen, ich weiß nicht, ob das langt. Deswegen, was könnte man da noch dazwischen setzen? Fällt gerade auf, Antimatterkanonen, die habe ich ja da schon. Weg damit. Geht nicht. Naja, egal. Könnte jetzt natürlich hier noch an die Seiten welche dran setzen. Aber ihr seht, wie teuer das schon wird. Allein mit den paar. Also an Antrieb brauche ich, glaube ich, nichts mehr. Das geht ziemlich gut. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch jede Menge Schildgeneratoren. Ich möchte ungern den Stationsschildgenerator benutzen, weil der bringt ehrlich gesagt eh nicht so viel. Da nehme ich lieber jede Menge von den kleinen. Und schütze mich dann halt gegen Raketen und so einen Krempel mit den Burstlasern. So, überall mal so ein Generator hingepflanzt. An manchen Stellen werde ich das jetzt noch überlappend machen. Hier, damit das safe ist. Da kommt noch was rein. Da kommt noch was rein. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber funktioniert schon. Das sind halt immer jetzt voll weniger eigentlich. Aber wenn ich mir das gerade angucke, das wird viel zu teuer. Jetzt schon viel zu teuer. Muss jetzt noch überall irgendwo die Burstlaser unterbringen. Weiß gar nicht, wo ich das alles noch hinstecken soll. Vom Geld her meine ich jetzt. Ja, und damit bin ich outbyte. Muss auf jeden Fall doch die hier wegmachen. Passt das? Ich kann noch viel mehr bauen, glaube ich. Hier müssen noch welche hin. Da oben logischerweise dann auch noch. Stimmt, das habe ich vergessen. Könnte ich noch hinsetzen? Wahrscheinlich einfach noch mehr. Komm, wir machen einfach noch hier jeweils eine Reihe. Ich müsste das, müsste sogar noch funktionieren mit dem Geld. Ach nein, funktioniert natürlich nicht. Na gut. Aber was ich gemerkt habe, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Panzerung an wichtigen Stellen. So, dann packe ich nämlich hier einfach mal jeweils noch eine Lage drauf. Ja, das mit dem Todesstern, mit dieser Einkerbung, wo die Laser normalerweise rauskommen, funktioniert natürlich jetzt so nicht mehr, weil das ist einfach zu wenig Panzerung. Also da muss ich quasi ein bisschen Design gegen Funktion aufgeben. Packe ich jetzt einfach hier nochmal so ein Ding drauf. Bedeutet aber auch, dass ich eigentlich hier überall nochmal so eine, ups, eine Treppe draufpacken muss. Damit es wenigstens halbwegs symmetrisch wirkt. Hätte ich mal vorher lieber gemacht. Das nämlich jetzt nachträglich reinzubauen, ist ganz schön nervig. Aber gut, kommen wir nicht drum rum. Dann sieht der ganze Scheiß hier auch nicht mehr so fragil aus. Aber wahrscheinlich müsste ich dann im Inneren die Struktur auch noch ein bisschen verstärken. Ich bin mal gespannt, ob dann überhaupt noch das ganze Antriebskonzept funktioniert. Wahrscheinlich
könnte das ein bisschen mau werden. Ups. Das brauche ich nicht. Dotter kommt dahin. Das kommt dahin. Ach Mensch. Ich muss näher ran, sonst verklicke ich mich zu häufig. So, und Mist, mit der letzten Reihe sind wir dann auch durch. Ging jetzt doch schneller, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Hab gedacht, das würde jetzt Minuten dauern, aber so schlimm war es jetzt gar nicht. So, und das hier werde ich jetzt doch nochmal verstärken. Die hier auch. Nur halt da, wo die Antimateriekanonen sind, werde ich es jetzt halt nicht verstärken, sonst müsste ich nämlich welche wegnehmen. Das möchte ich ungern machen. Ich habe sowieso schon nicht so viele Waffen an Bord. Da möchte ich jetzt meine Hauptbewaffnung nicht auch noch verkleinern. So, passt. Mist, jetzt habe ich hier vergessen. Ja. Hab ich hier drüben eins vergessen. So, jetzt passt's. Halbwegs. Safe. Bin mal gespannt. Dauert jetzt erstmal einen Moment, bis die ganzen Schildgeneratoren und so weiter. Warte mal. Fällt mir gerade auf. Binding. Ich muss das Binding von denen hier lege ich mal auf Point Defense, glaube ich. Ja. Steuern tut sich eigentlich noch ganz gut. Scheiße, die Schildgeneratoren waren noch nicht online. Na gut, perfekt. Dann ist es jetzt wenigstens direkt fertig gebaut. Zack. Komm, lass dich wegsnipern. Das Problem ein bisschen ist, diese Dinger, diese großen Kanonen, die Antimateriekanonen, die funktionieren ja nicht wirklich wie ein Laser. Also jetzt mal keine Ahnung, wie der Laser vom Todesstern. Sondern die funktionieren ja eher... Hier halt eine große, langsame Projektilwaffe. Das nervt ein bisschen. Rein theoretisch fällt mir gerade noch ein, müsste ich noch... Das habe ich gar nicht eingebaut, ne? Ich habe weder Fabriken noch Sammelzeug habe ich daran gebaut. Ich müsste ja quasi noch meine eigenen Jäger produzieren für eine richtige Kampfstation. Kann ich aber gerade nicht. Ja, das müsste ich eigentlich noch dran setzen. Aber jetzt will ich erstmal kurz zu diesem Agenten mal gucken, ob ich jetzt eine Chance gegen den habe. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Das ist jetzt wirklich nicht unbedingt das absolute Kampfschiff, was ich hier habe. Zack, doch, nicht schlecht. Komm schon, mach sie fertig. Die dürfen nur nicht zu nah rankommen. Sehr gut, den habe ich auch gekriegt. Nein, jetzt kommt von links noch einer. Ist gerade gar nicht so einfach mit dem Ding zu manövrieren. Und dann noch ordentlich kämpfen. Ist nicht drin, ey. Scheiße. Es kommt zu nah. Nein! Lass mich in Ruhe! Solange sie nicht zu nah sind, geht's. Aber... Boah, und jetzt muss das alles erstmal wieder repariert werden. Reassembled werden. Der muss weg. Scheiße, und da haben sie meinen Chor haben sie zerlegt. Den muss ich noch besser schützen. Da ist momentan viel zu wenig Panzer drumherum. So, es wird jetzt einfach alles aufgefüllt.
fragt sich nur, ob es halt was bringt. So, die Wände müssen auch dicker werden. Ups. Die muss weg. Da noch eine Doppelwand rein. Und das sollte passen eigentlich. So. Nächster Versuch. Jetzt sind ja von denen schon einige hinüber. Boah, aber das Zielen ist echt nicht so einfach. Aber glücklicherweise spawnen die jetzt nicht noch irgendwie kleine Jäger oder sowas. Ich glaube, dann wäre ich komplett verloren. Diese kleinen Begleitschiffe sind nicht so das Problem, aber wenn ich da jetzt noch tausende Jäger hätte, das wäre nervig. Weil dann würden dauernd die Point-Defense-Waffen von mir irgendwie kleine Jäger versuchen zu bekommen und würden sich nicht mehr um die wahren Bedrohungen in Form von Raketen kümmern. Mist, wie viel sind das denn noch? Doch gar nicht. Haut der nach oder was? Weil wenn sie einmal kaputt sind, dann sind sie ja kaputt. Dann ist es ja... Oh nein, viel zu weit weg. Dann ist es ja kein Problem mehr, aber... Ach Mist, jetzt muss ich da nochmal komplett hinfliegen, sagst du? Komm, wie sieht's gegen so einen aus? Wenn ich nicht schnell die Waffen ausschalte, da habe ich überhaupt keine Chance. Das ist kein gutes Schiff, was ich da gebaut habe. Todesstern ist total schlecht in der Verteidigung. Oder ich müsste halt die... Scheiße, jetzt schicken sie mich hier einmal durch die Galaxis. Oder ich müsste halt irgendwie versuchen, die Laser durch, keine Ahnung, Autokanonen oder sowas zu ersetzen. Hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Chance. Aber dann will ich mal kurz was gucken. Wie viel kosten die Laser? 6 und die kosten 76. Wenn ich die jetzt komplett... Aber schießen die nur nach vorne? Ne, die können überall hinschießen, mehr oder weniger. Wenn ich die ersetze, dann kann ich viel mehr von bauen. Bin mal gespannt, ob das dann funktioniert, weil so bin ich gerade überhaupt nicht zufrieden. So, die kommen weg und jetzt kommen die normalen Laser. Okay, die sind viel größer. Aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Warte mal. Muss nur mal gucken, wie ich die jetzt am besten verteile. So, auf die Seite kommen welche. Ich muss halt irgendwie versuchen, überall Laser hinzubekommen. Eben war ich irgendwie nicht gut ausgerüstet. Also, ich hatte nicht einen richtigen guten Rundumschutz, habe ich so das Gefühl gehabt. Vor allem hier war so wenig. Da muss ich vielleicht sogar noch mehr Schildgeneratoren hinpappen. Aber erstmal jetzt ordentlich was an Lasern. So, dann habe ich hier genug, hoffentlich. Hier noch Mist. Hier noch eine Reihe. So, und jetzt einfach hier noch mehr Schildgeneratoren, damit meine Waffen, meine Hauptbewaffnung besser geschützt ist. Sollte hoffentlich langen. Hier gibt es jetzt doch noch mal überall
paar Laser. Mir fällt gerade auf, hier habe ich überhaupt keine. Haha. Gar nicht gemerkt. So, dann sind die Ecken hier auch halbwegs geschützt. So, nächster Test. Wäre wahrscheinlich sogar sinnvoll, mich jetzt töten zu lassen, aber die können mir, glaube ich, gerade eh nicht so viel. Ach, nee, Moment. Die muss ich noch auf Point Defense schalten. Die haben halt eine wesentlich kürzere Reichweite. Boah, krass, wie viel kürzer die Reichweite ist. Aber gut, gegen Raketen ist das eigentlich egal. Solange sie abgefangen werden, ist mir das recht. Das kann dann auch von mir aus 2 cm vor meiner Hülle passieren. Boah, aber ich fliege mich schon extrem viel träger. Das ist nicht gut. Aber gut, so gehört es sich für eine Raumstation. Und so richtig viel Damage machen die Laser nicht. Okay, die kämpfen gerade gegeneinander. Vielleicht ist das jetzt meine Chance, mich da schnell einzumischen. Komm schon. Komm schon, noch ein, zwei Schuss. Das gibt's doch gar nicht. Boah. Wie schnell kommt er denn da durch? Naja, gut. Ich würde sagen, das war's mal für heute. Also, da ist noch viel Optimierungsbedarf. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.